Was geht ab, Leute? Willkommen zur nächsten Folge von Forza Horizon 4. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, in Forza ist mal wieder Winter eingebrochen. Aha, gar nicht so geil. Ja, ich finde, die beste Zeit ist immer Frühling. Sieht am geilsten aus. Alles wird langsam grün. Und die Sonne scheint. Ah, wobei hier scheint die Sonne ja auch. Aber hier rutscht man halt immer komplett weg, ne? Ja, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es eine traurige Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es auf Twitter gepostet. Dieses wunderschöne Fahrzeug hier, das ist der Audi R8. Das ist ja das Vorgängermodell. Es gibt ja eine Nachfolge. Dazu habe ich ja sogar ein Live-Video gemacht. Ein Fahrbericht, falls ihr das Video noch nicht gesehen hast. Einfach am Schluss anklicken. Habe ich am Schluss verlinkt. Ja, der R8 und der Audi TT werden wohl bald Geschichte sein. So könnte man das fast behaupten, denn Audi hat in ihrer Hauptversammlung bekannt gegeben, oder während der Hauptversammlung bekannt gegeben, dass sie den TT und den R8 so in der Form nicht mehr weiter pflegen möchten. Der TT soll wiederkommen, es soll eine Neuauflage geben, allerdings als Elektrofahrzeug. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe heute übelst Bett her, der ist schon wieder. Ich sag das irgendwie jedes Mal, ne? Ich bin da ganz ehrlich, ich habe euch die Quelle unter dem Video mal reingehauen. Ich würde es extrem schade finden, ja. Also, ich habe nur Gerüchte aus dem Internet, aber eines davon ist so vielversprechend, dass ich ihm einfach nachgehen muss. Ja, geil. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, auch im Vlog habe ich das gesagt, dass der Audi R8 einer der krassesten Fahrzeuge ist, die ich jemals in meinem Leben über die Straße drücken konnte, weil das ist wirklich unfassbar geil. Und jetzt so eine Meldung. Ich finde vor allem das Facelift-Modell ziemlich cool, ja, habe ich alles im Video erklärt. Allerdings beim Facelift-Modell merkt man ja, ne, die 3000 Umdrehungen, die ich angesprochen habe. Ja, da war dieses Modell, was ihr im Video seht, mit der JP-Lackierung schon deutlich geiler, was das betrifft, ja. Schade drum. Aber gut, so ist es nun mal. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was sie mit dem R8 machen oder mit der Marke R8, ob das komplett eingestampft wird, ob das jetzt die letzte Generation war oder ob sie das auch immer mal auf Elektro setzen wollen, weil Audi versucht ja so einen Umschwung mit der ganzen e-tron-Geschichte, was ich im Grunde nicht schlecht finde, aber irgendwie der R8 ist doch schon so das Aushängeschild von Audi, finde ich jetzt, oder? Also wenn ich an Audi denke, denke ich an dieses geile Auto, was einfach unfassbar viel Power hat, 620 PS, 3,1 Sekunden von 0 auf 100, das ist ein Auto, das wenn du das auf der Straße siehst, drehst du dich auch um, ne? Ich habe das ja gemerkt. Und ich habe jetzt einfach gedacht, komm, nimmst das Video mal auf, weil ich wollte einfach mal eure Meinung dazu in den Kommentaren hören. Elektrofahrzeuge sind wichtig, ja, die brauchen wir auch für die Zukunft. Aber irgendwie ist es auch schade, dass das so auf die Kosten solcher wunderschönen Fahrzeuge geht. Ich meine, klar, wer sagt nicht, dass ein R8 Elektro geil aussehen würde? Ja, oder, aber dieser Klang, dieser V10 Motor. Schwierig. Und was ich ganz kurz in dem Video mal ansprechen möchte, ist, ich habe ja im Stream das schon erzählt, ich liebe ja wirklich Autos, die extravagant sind, ja, oder die ein bisschen auffallen, zum Beispiel jetzt mein M4, ja, die Farbe fällt halt extrem auf. Aber wisst ihr, ich habe damit Sachen erlebt, die ich nicht so schön finde. Beim R8 war das jetzt so, ich kann einige Beispiele nennen, ich stand an einer Ampel, ich fahre jetzt gerade einmal ein bisschen durch den Kreis, ich werde jetzt gleich auch ein Rennen fahren, aber einfach mal ganz kurz, um das ein bisschen zu erzählen, ich stand an einer Ampel, meine Freundin saß neben mir und es kam ein Ehepaar neben uns hergefahren, hatten auch die Fenster runter wie wir und äußert dann zu seiner Frau, äußert er was nach dem Motto so, ne, man hat es kaum verstanden und dann sagt meine Freundin so, weil es war schon in unsere Richtung so gesagt, sagt meine Freundin so, die Ampel war rot, wie bitte? Und dann sagt er so, nix und sagt meine Freundin so, ja wieso wiederholen sie es denn jetzt nicht? Und dann hat er die ganze Zeit nichts gesagt und hat gewartet, bis es grün wurde auf der Ampel und äußert dann, ja, Auto von Mama, von Papa geliehen, ne? Und er fährt dann weg. Also, er hat sich das nicht getraut, das zu sagen, während wir da standen, weil argumentativ hättest du direkt auseinandernehmen können. Interessant ist hierbei nur, die Neidgesellschaft in Deutschland ist halt unfassbar krass. Also, auch eine andere Story beim R8. Also, wie gesagt, das Auto hatten wir ja, ihr könnt es auf Instagram sehen, welche Farbe wir hatten. Und die war wirklich, oder in einem Vlog, die war wirklich heftig. Und, die Leute, die schneiden dich. Ich bin über die Autobahn gefahren, von Köln nach Hause
Und bin dann so auf dem Weg, fahre da so mal eine Strecke, ne? Fahr 100, weil die Autobahn war auch relativ voll. Und dann kommt ein 4er BMW, kein M4, sondern ein 4er BMW mit zwei jungen Männern. Und dann kreuzen die immer wieder und drängen die Leute vor mir. Ja, also vor, nicht jetzt meine Person, sondern vor mir. So, und dann habe ich irgendwann zu meiner Freundin gesagt, komm, weißt du was, den überholen wir jetzt. Weil dann haben wir den hinter uns, dann ist Ruhe. So, weißt du, den hängen wir ja sowieso mit dem R8 eigentlich relativ schnell ab. So, und dann fährt er rechts auf die Spur, ich war auf der linken Spur. Er will mich überholen und in dem Moment schneidet er kurz bevor, wirklich, ich würde sagen, halber Meter, wirklich sehr, sehr, ja, ne, das ist ein bisschen übertrieben. 2-3 Meter war das schon. Schneidet er mich, ja, praktisch müsst ihr euch das vorstellen, ich stehe hier jetzt, fahre mit 100 und das Schild ist der 4er BMW, okay? Schneidet er mich und ich hub dann, weil ich mich voll erschrocken habe, ich gehe ja nicht davon aus, dass Leute so bescheuert sind, dann macht er das Dachfenster auf und zeigt mir den Mittelfinger. Ja, wäre mir das in einem Kadett passiert? Ich weiß es nicht. Das sind alles so Sachen, die Leute, die gucken einen abfällig an, die schütteln den Kopf. Nur weil man so ein Auto fährt. Und ich frage mich, sowas gibt es irgendwie auch nur in unserem Land, oder? Also mal ganz im Ernst. Ich wollte das einfach nur mal loswerden, weil, ey, ganz ehrlich, Autos sind doch was Schönes, was Faszinierendes. Und gönn den Leuten das doch, wenn die da mit dem Auto rumfahren. Selbst wenn das das Auto von meinem Vater wäre. Fuck off, was stört dich das? Warum stört dich das? Warum sitzt du mit deiner Frau in einem Auto und musst es dir zur Aufgabe machen, dich darüber zu beschweren? Weißt du? Habe ich nicht. Also, verstehe ich nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Verstehe ich, habe ich absolut null Verständnis für, weil, ey, ganz ehrlich, jeder ist doch sein Glückes Schmied, so. Und wenn du es in deinem Leben nicht erreichen konntest oder kannst, dann setz es dir doch als Ziel und versuch es. Oder aber dann fuck doch nicht die anderen Leute ab, die das erreichen konnten. Auch wenn das ein Leihfahrzeug ist, was man 2 Wochen hatte. Aber what the fuck, Alter? Oder eine Woche. Aber gut, schaffe es erstmal bei Audi ein Fahrzeug zu kriegen. Ne? So, ich wollte das doch mal erzählen. Und ich habe euch die Quelle reingehauen, wo ihr das mit dem R8 und dem TT nachlesen könnt. Weil ich glaube, das interessiert schon relativ viele. Und ich bin sehr da auf eure Meinung gespannt. Bitte konstruktiv in den Kommentaren. Das sind die Winter Games. Ich will einfach gerne normales Rennen fahren. Hier. Seid bitte konstruktiv, jetzt fangt nicht da an wieder mit Fackeln und mit Masten rum. Mit Masten solltet ihr sowieso nie rumlaufen. Renn ich mit einem Mast rum, mein Sohn. Aber ja. Ich hatte das auch damals beim, wo ich das Video gemacht habe vom BMW M4. Ich hole meinen BMW M4 ab. Gibt's da ein Video hier auf meinem Channel? Ah, Leute, die Kommentare, ne? In 400 Metern links abbiegen. Ein Trauerspiel. Ein wirklich krasser Trauer, ein krasses Trauerspiel. Ey, gönnen, das ist es doch. Ich gönn's doch auch so vielen Leuten. Wirklich. Weil, wer sich das wirklich hart erarbeitet hat, ey, what the fuck, fahr mit deinem Auto rum, hab Spaß. So. Oder? Oder sehe ich das falsch? Vielleicht habt ihr ja auch mal solche Situationen erlebt und könnt ihr mir... Oh, Alter, was ist denn das? Könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare unter dem Video schreiben. Würde ich auf jeden Fall... Ey, da kennt ihr die Idioten, die eine Aufnahme machen und niemals ihr E-Mail-Programm ausmachen? Der bin ich! Ach ja, Leute. Es ist einfach eine traurige Sache, ohne Witz. So, ich fahre jetzt mal noch ein Rennen hier, ich hab Bock. In letzter Zeit gab es sowieso einige Forza-Videos, falls ihr die nicht gesehen habt, ne? Wie immer, Videobeschreibung, öffnen, Playlist. Oh, warte mal, hier vorne, ne? Ach so, durch die Stadt fahren, Alter. Autoposer. Soko Autoposer ist dabei. Du hast dein Ziel. Wo ist denn das Rennen? Ah, hier. Edinburgh. Ich mach mal Solo-Rennen, ne? Ja. Da können wir tatsächlich den E8 nehmen. Oder wir können den R8 oder den I8 nehmen. Aber was ich geil fand, ich habe ja auf meinem Instagram-Kanal letztens ein Bild hochgeladen, wo man den Audi R8 und den M4 gesehen hat zusammen und hab geschrieben, Anti-Marken-Hass. Und manche Leute sind einfach so komplett bescheuert. Die verstehen gar keine Botschaft, gar nichts. Ne, das ist, eieiei. Autos ist immer Autos und Marken. Leute, ich sag's euch. Ah! Warum muss man sich so darauf fokussieren? Ja, ist gar... Alter! Der fährt hier mit seinem GTR in meinen R8 rein. Lambus, oh, alles, Aston Martin, alles hier am Start. Geil. Boah, alter Junge! Wobei, war das mein Fehler? Ist auch ein TT vor uns? Ne, Porsche. Alles klar, sah gerade im ersten Moment so aus. Aber so Stadtrennen ist halt übernice, ne? Oh oh.
Ich sehe auch am Wochenende wieder Formel 1 in, Dings hier. In Monte Carlo. Ne, warte mal, wie heißt die Strecke? Bin ich jetzt bescheuert? Nicht Monte Carlo. Wie heißt denn die Strecke? Ach Gott. Ich, mit M, wie heißt es denn nochmal in der Stadt? Bin ich jetzt gerade bescheuert? Monaco. Das habe ich gesucht. So. Aber Formel 1 habe ich echt früher als Kind, deswegen hatte ich, war das mit... Ja, Dennis, ist kein Thema. Alter Schwede, Audi, ich hoffe, ihr seht das Video nicht. Deswegen war das mit Niki Lauda für mich. Ich habe mir letztes Jahr die Doku angeguckt und mich nochmal informiert mit dem Unfall. Ich habe das noch nie gesehen, das Material, mit diesem krassen Unfall. Aber das hat mich voll aus der Bahn geworfen, weil als Kind habe ich immer Formel 1 geguckt, wisst ihr, mit meinem Onkel zusammen. Der hatte immer Premiere. Kennt ihr das noch? Und dann konnte man das ja aus 48 Millionen Sichten sehen. Alter, das war so nice, Mann. Michael Schumacher, ohne Witz. Ich hoffe, dass es... Ich hoffe, dass wir eines Tages wirklich... Wobei, ich glaube nicht, dass es passiert, mit Michael Schumacher wieder zurück auf der großen Leinwand sehen werden. Aber ich komme nicht ran, Leute. Und ich habe noch eine Runde, aber ich komme gerade nicht ran. Ich fahre auch gar nicht so gut gerade, weil ich mich darauf fokussiere, was ich euch erzählen möchte. Aber der krass... die Geschichte von Niki Lauda ist unfassbar krass. Also was ein Kämpfer der Mann ist. Oder war, in dem Fall. Heftiger Typ. Ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Ja, ich nehme auch die Kurve voll. Ach, scheiße. Ja, ich fahr gerade wie eine besenkte Sau. Es tut mir echt leid. Ich denke, das ist Mario Kart. Aber warte mal, jetzt könnte es was werden. Ah, die Tonne muss weg. Mal versuchen, die Runde zu konzentrieren. Nee. Ey, das ist auch mit dem Schnee, ne? Das Auto. Ich rutsche da komplett weg. Ist übrigens jetzt ein angeblicher Leak aufgetaucht, dass der Forza in Japan Update kommen soll. Voll krass. Ich feiern. Die ganzen japanischen Autos. Nee. Das Rennen kannst du... Alter, ich fahre aber... Ach du Scheiße, was ist denn los mit mir? Ey, ich rutsche aber auch in einer Tour weg. Ja gut, in der Folge ging es auch eher um Quatschen. Ich muss da mal tryharden. Guck mal, wie du... Oh, fuck. Guck mal, wie du rutscht. Heilige Scheiße. Ah, das war... Nicht erwähnenswert, das Rennen. Das war nicht erwähnenswert. Das muss ich mal in Ruhe wiederholen. Ah, Scheiße. Es war auch... das hier ist auch eher so... Oh, das sieht aber übelst nice gerade aus. Warte mal. Geil. Ich feiere immer noch diese Lackierung, ne? Oder die Folierung, Entschuldigung. Aber das Rennen war nicht meins. Das war echt nicht meins. Es wäre Forza mal schade, finde ich. Ich meine, klar, es ist ein Autorennspiel, aber es ist so wenig auf den Straßen los. Guck mal. Hier fährt keine Sau lang. Außer die Straßenbahn. Ja gut, ist halt eine sehr umweltbewusste Stadt, ne? Und ey, stell mal vor, man könnte jetzt hier so parken. Ich sag's immer wieder, man parkt jetzt hier so. Und steigt einfach aus und läuft ein bisschen durch die Gegend, guckt sich das alles an. Oh, warum nicht, ey? By the way, kleine Info für euch. Ich bin in Los Angeles für Microsoft auf der E3. Das bedeutet, ihr werdet auf Instagram vom 8. bis zum 13. Juni sehr viele Stories aus Los Angeles sehen. Wo ist denn hier diese Tafel? Ach da, steht da vor und fragt, wo die Tafel ist. Und es kommen auch Vlogs. Da soll auch laut eines Leaks ein neuer Forza-Teil vorgestellt werden. Und ich bin unter anderem auch bei der Pressekonferenz dabei. Und ja, alles hier auf dem YouTube-Kanal und einfach Instagram mal FuyuLP suchen. Wenn ihr denn nichts verpassen wollt. Ne? Warte mal, vielleicht nehmen wir die Tafel da vorne noch mit. Eigentlich ein Video mit sehr viel Möglichkeit zu diskutieren in den Kommentaren, finde ich. Ich bin sehr gespannt. Ich bin übergespannt. Und ne? Ich wollte sowieso noch mal ganz kurz was sagen. Guck mal, es gucken ja relativ viele Leute gerade das Video hier, ne? So für, also, für Forza Let's Play. Scheiße, voll in die Steine rein. Es wäre cool, wenn ihr, liebe Community, auch euch die Zeit nehmt, wenn ihr ein Video schaut, hier auf dem YouTube-Kanal, das auch zu bewerten mit einem Däumchen. Ist kein Aufwand, weil damit supportet ihr, die Leute. Ja? Bewertet Videos, Leute. Ist geil! Ich sag's nur nochmal, wenn ihr möchtet oder nicht, ist egal ob positiv oder negativ, entscheidet das für euch selber. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja. Wenn nicht, gebt einen Fick drauf. So, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video zu Forza Horizon. Ich hoffe, ich kann ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Und wenn ihr übrigens Verbesserungswünsche oder Vorschläge habt oder irgendein Thema, was ich mal bequatschen soll, auch gerne in die Kommentare. Ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video zu Forza Horizon.